Also das Bild von Bastianino aus dem 16. Jahrhundert gehört der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben es jetzt hier als Dauerleihgabe, auch für die Restaurierung. Und ich bin gerade dabei, die Fehlstellen zu retuschieren. Das heißt, man sieht es ja noch ganz schön, diese weißen, gekitteten Fehlstellen, das sind alles Fehlstellen in der Malschicht, die entstanden sind durch frühere Klimaschwankungen. Das heißt, die Holztafel hat sich bewegt, die Malerei hat darauf reagiert und ist herausgebrochen oder es steht jetzt auf. Und nachdem ich diese ganzen Fehlstellen und Malschichtstollen auch gesichert habe, konnte ich sie jetzt kitten und bin jetzt sozusagen dabei, die Fehlstellen wieder zu schließen. Also in einem recht späten Stadium der Restaurierung. Also zu jeder Restaurierung gehört natürlich eine sehr gute Voruntersuchung, damit man sich sicher sein kann, was ist hier eigentlich auf meinem Bild passiert und mit was für Materialien habe ich es denn zu tun. Ganz hilfreich sind da technische Aufnahmen wie UV- oder Röntgenaufnahmen. In der UV-Aufnahme sieht man zum Beispiel ganz toll die verschiedenen Firnisschichten, verschiedener Maßnahmen oder dunkel abzeichnen tun sich die späteren Retuschen oder Übermalungen. Man sieht, da ist vor allen Dingen die Ränder sind sehr stark übermalt gewesen. Und auf so einer Röntgenaufnahme kann man auch sehen, wie stark der hölzerne Bildträger gerissen ist. Also wir haben hier auch offene Risse gehabt, die verleimt werden mussten.